Und dass er das alles nur wegen ihres Mehrgewichts getan hätte und dass sie auch einen humaneren Korb hätte bekommen können von ihm. Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode der Tinder- bzw. Dating-Community-Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Wir haben heute, könnte man fast so sagen, wieder mal ein kleines Special und zwar erzähle ich ja immer wieder so reingestreut auch Dating-Geschichten aus der Perspektive von Männern. Das ist jetzt so im direkten Verhältnis seltener der Fall, aus dem ganz einfachen Grund, weil meine Videos nun mal einfach viel mehr Frauen sehen und auch viel mehr Frauen sich, ich sage jetzt mal, trauen, mir eine Nachricht zu schreiben, wo sie ihre Dating-Erlebnisse erzählen. Aber irgendwie ist es in den Kommentaren aufgekommen, nachdem ich dieses Urlaubs-Special, glaube ich, war es, gemacht habe, wo drei Mädels zusammen auf Urlaub waren und dann an dem gleichen Abend mehrere Dates, also so jede ihre Sichtweise erzählt hat, die sie da erlebt haben, kam es dann halt auf, ich könnte ja auch mal ein Special mit der Men Edition quasi machen, dass ich mal eine ganze Folge nur Stories von Männern erzähle. Und nachdem ich das eine echt coole Idee fand, machen wir das heute ganz einfach mal. Wenn ihr noch die eine oder andere Geschichte für mich habt, egal ob ihr jetzt männlich, weiblich, divers oder was auch immer seid, wie ihr euch definieren möchtet, dann schreibt mir sehr, sehr gerne entweder über die unten angegebene E-Mail-Adresse oder über Instagram direkt, da heiße ich genauso wie hier auf YouTube Fiesophie. Oder ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar unter dem Video hier hinterlassen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal mit der ersten Story für heute. In der ersten Geschichte hat er erzählt, dass er sich über Bumble mit einer Frau verabredet hat, wo er auch von vornherein gemeint hat, dass man auch schon anhand der Bilder gesehen hat, dass sie ein bisschen mehr hatte. Als er ihr dann allerdings face-to-face gegenüberstand, war es dann doch nochmal ein gravierender Unterschied. Denn er hat gemeint, die Bilder, die sie von sich da reingestellt hatte in die Dating-Plattform, dürften etwas älter gewesen sein. Denn ihr Körpervolumen war dann doch nochmal deutlich größer als das, was man vorher auf den Bildern gesehen hatte. Er hat gemeint, er muss ehrlicherweise zugeben, dass ihn das im ersten Moment schon schockiert hat, aber er sich darum bemüht hat, sich nichts anmerken zu lassen. Er glaubt auch, dass man ihm nichts angemerkt hat, zumindest in erster Instanz, und er sich einfach auf das Date einlassen wollte. Weiters hat er erzählt, dass im Gespräch ziemlich direkt auch dann rauskam, dass sie ein Teil der Body Positivity Bewegung ist und mit ihrem Gewicht bzw. ihrem Körper ein Statement setzen möchte. Und dass sie es furchtbar findet, dass man eben mit ihren Körpermaßen schon diskriminiert wird, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht und dort nicht ganz normal untersucht werden kann, ohne dass man sich anhören kann, dass man abnehmen muss und etc. Sie hat es immer als mehrgewichtig bezeichnet, wobei er gesagt hat, er hätte sie schon definitiv als übergewichtig eingestuft und deswegen hat es ihn auch nicht verwundert, dass jetzt Ärzte sie auch darauf angesprochen haben, weil zumindest aus seiner Warte aus, und er kann sich eben vorstellen, dass das die Ärzte auch so sehen, das Gewicht um so viel zu viel war, dass es schon gesundheitsschädigend sein kann. Weiters hat sie dann erzählt, dass sie auch im Datingleben diskriminiert wird, weshalb sie mit Absicht ein paar ältere Fotos nimmt, wo sie eben noch einige Kilo weniger hat, damit sie nicht von vornherein ausgeschlossen wird als Datingpartner bzw. sich da nichts anhören muss. Als er ihr dann allerdings gesagt hat, dass er das jetzt grundsätzlich eigentlich nicht so cool findet, wenn man nun mal alte Fotos nimmt, die so ein bisschen über die Wahrheit hinweg täuschen, egal ob das jetzt aufgrund von Gewicht oder sonst irgendeine Veränderung ist, hat sie ziemlich böse reagiert. Sie hat dann zu schimpfen begonnen, dass er sie nur auf ihr Gewicht reduzieren würde und dass er fettfeindlich sei. Und wie schlimm das eben für Leute wäre, die wie sie mehrgewichtig sind. Das Ganze hat dann geendet in einer großen Grundsatzdiskussion über Fettleibigkeit und in welchen Bereichen man da benachteiligt ist. Er hat auch nicht gewusst, was er jetzt noch genau sagen soll und was sie von ihm hören möchte. Deswegen hat er einfach versucht, ihr in vielen Punkten zuzustimmen. Aber scheinbar war das dann auch nicht in Ordnung, weil er könne sich ja gar nicht in die Situation hineinversetzen und er würde das alles nicht verstehen. Gut, das Date war dann vorbei und am nächsten Morgen hat er dann noch eine Nachricht von ihr bekommen, von wegen, dass sie sehr enttäuscht ist, wie das Date gelaufen ist, beziehungsweise er ist recht enttäuscht davon, dass er sie jetzt geghostet hätte, weil er ihr nicht nach dem Date eine Nachricht geschrieben hat und dass er das alles nur wegen ihres Mehrgewichts getan hätte und dass sie auch einen
humaneren Korb hätte bekommen können von ihm. Als er dann wiederum gemeint hat, dass ja auch sie sich hätte melden können nach dem Date und dass er das eigentlich überhaupt nicht als Korb oder irgendwie Ghosting oder sonst was gemeint hatte, hat sie dann erst recht sauer reagiert und hat gemeint, dass sie mit einem solch fettfeindlichen Typen, der sie nur diskriminiert, sowieso nichts zu tun haben will. Er hat jetzt nicht viel weiteres drauf geschrieben, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es dann damit auch sein Ende gefunden hat. Ja, schwierige Situation. Ganz grundsätzlich vertrete ich den Ansatz, dass bitte jeder sein Leben so führen soll, wie er das möchte, solange er keiner anderen Person damit schadet. Und das bezieht sich auch auf den eigenen Körper. Man kann natürlich da jetzt machen, was man möchte, aber ich finde auch irgendwo, dass es natürlich Gesundheitsrisiken gibt. Und ich finde grundsätzlich die Body Positivity Bewegung sehr gut, weil wir einfach so viele Jahre, Jahrzehnte mit einer Size Zero Gesellschaft gelebt haben, wo bei Germany's Next Topmodel, wenn eins der Mädels irgendwie 2 Zentimeter Fett zu viel an der Hüfte hatte, schon als absolut übergewichtig dargestellt wurde, die dann, wenn sie trainiert hat, natürlich auch an Muskelmasse zugenommen hat, aber sie haben nur gesehen, oh, das Maßband wird immer länger. Also das, ja, ist das andere Extrem. Dann allerdings natürlich mit starkem Übergewicht zu werben, von wegen fühl dich wohl in deinem Körper, ist aus medizinischer Sicht meiner Meinung nach auch schwierig. Kann jetzt man natürlich als Laie nicht unbedingt beurteilen, will ich mir jetzt auch nicht zwingend anmaßen, das beurteilen zu können. Es ist ein sehr, sehr heikles Thema, aber ich finde schon, dass wenn das einfach ein gewisses Ausmaß erreicht hat, dass es dann nicht mehr Body Positivity ist, sondern ja, dass das dann irgendwie schon wieder in die andere Richtung geht und das auch gefährlich werden kann, wenn man Leuten einreden will, dass das gesund wäre und dass sie eben nur auf ihren Körper hören sollen und sich von anderen nichts einreden lassen. Ich finde es auch nicht okay, dass schon teilweise bei wirklich kaum Übergewicht man von Ärzten sich was anhören kann, also da kenne ich auch Geschichten bei Leuten, wo ich sage, das ist meiner Meinung nach eigentlich definitiv noch kein Übergewicht und auch denen wird irgendwie, wenn sie Kopfschmerzen haben, gesagt so, naja, hätten sie jetzt mal abgenommen, dann wird es ihnen besser gehen. Also es gibt da auch genug Grenzüberschreitungen, aber wie gesagt, ich finde, das ist so eine ganz schwierige Waagschale und ja, dass er sich jetzt anhören muss, nur weil er ihr eben ein paar Meinungen sagt und eigentlich auch sie nicht diskriminiert hat, von wegen, er wäre fettfeindlich und würde sie eben nur auf das eine reduzieren. Ja, schwierig. Kleine Ankündigung zwischendrin. Im Übrigen gibt es morgen wieder eine weitere Episode SOS Sophie. Wieder um 11 Uhr und wenn ich meinen Kalender richtig im Kopf habe, dann gibt es da auch ein kleines Männer-Special. Also bleibt gespannt und schaltet gerne morgen wieder ein. In der zweiten Geschichte für heute hat mir ein Mann geschrieben, dass er über Bumble eine kennengelernt hat, die ihn als Werbestar identifiziert hat. Beziehungsweise sie hat ihn auf seine tolle Karriere als Werbestar angesprochen, wo er gleich mal total verwirrt war, weil er gemeint hat, er hat eigentlich nichts mit Werbung am Hut oder generell mit TV und wusste im ersten Moment so überhaupt nicht, wovon sie redet. Er hat sie dann danach gefragt und sie hat dann erklärt, dass sie ihn ja schon oft in einer Waschmittelwerbung gesehen hat und dass sie ihn deswegen auch unbedingt daten wollte und ja, dass sie ihn eben oft schon in dieser Werbung im TV gesehen hat und er hat sich wieder nur gedacht so, er war in keinem TV-Spot und weiß wirklich nicht, was sie von ihm will. Sie hat sich aber nicht beirren lassen und hat ihm dann den besagten Werbespot vorgespielt und gemeint, naja, das bist doch du, das sieht man doch, fix bist das du. Und er hat sich wieder nur gedacht so, nein, das ist nicht er und er findet auch, man sieht es. Er hat mir jetzt zwar kein Bild von sich geschickt, aber den besagten Waschmittelspot. Und zwar geht es da um den Lenore Unstoppable Waschmittelspot und er hat gesagt, er sieht da eigentlich keine Ähnlichkeit, aber sie war der festen Überzeugung, dass es definitiv er sein muss. Anscheinend hat diese Diskussion darüber auch bei einem Date stattgefunden, denn nach dem Date hatte sie dann angeblich halbwegs verstanden, dass es nun mal nicht er ist. Allerdings hat sie ihn am Abend wieder gefragt und er war wieder so, das bin nicht ich. Und sie hat dann gemeint, naja,
aber du kannst doch sicher gut von deinem Lenore-Werbespot leben, aber du solltest dich jetzt auch nicht auf deinem Ruhm ausruhen, gell? Und hat einfach weiterhin immer wieder betont, dass sie der festen Überzeugung ist, dass er dieser Darsteller ist und wollte ihm einfach nicht glauben, dass es nicht er ist und hat sich anscheinend eingebildet, dass er irgendwie als Inkognito-Werbestar leben möchte und deswegen nicht zugibt, dass er der Typ aus der Werbung ist. Ich weiß nicht, wie das Ganze weitergegangen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ihm irgendwann zu blöd war und er es deswegen dann beendet hat. Vielleicht hat es auch aus anderen Gründen nicht funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit einer Person immer die gleiche Diskussion hast und sie dir immer weiter erklärt, naja, aber du bist doch die eine Person und oh, wollen wir nicht von deiner Gage beim TV irgendwo auf Urlaub fahren oder sonst irgendwas, dass das wahrscheinlich mit der Zeit ziemlich anstrengend wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann daran ein bisschen gehapert hat oder sie ist irgendwie sauer geworden, weil sie gesagt hat so, du bist kein Geheimagent, du kannst mir ruhig sagen, mit was du dein Geld verdienst und ja. Egal, ich fantasiere mir da was zusammen. Ich weiß nicht, wie es genau war, aber ich stelle es mir irgendwie sehr lustig vor. Ich verstehe aber auch nicht, warum sie partout dieser Überzeugung war. Es gibt nun mal manche Leute, die sehen einander irgendwie ähnlich. Also zumindest bis zu einem gewissen Grad. Vor allem, wenn er halt sagt, er hat eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ihm der Typ aus der Werbung ähnlich sieht, dann finde ich es halt umso lustiger. Ich habe tatsächlich mal einen Kommentar unter meinem Video bekommen, dass ich aussehe wie eine aus einem Musikvideo von irgendeiner Band. Aber ich habe schon wieder vergessen, welche das war. Wenn ich mich erinnere, dann schreibe ich es da rein, beziehungsweise verlinke es euch unten. Das war, glaube ich, hieß die Lisa oder irgendwie sowas. War so, oh, die sieht aus wie du oder bist du das? Und ich war so, nee. Also ich verstehe, wenn ich mir das Video ansehe, so eine gewisse Ähnlichkeit, vor allem noch mit nicht so hellblondierten Haaren, kann ich es mir irgendwie einreden lassen. Aber ja, wenn man mich kennt, glaube ich, glaubt man nicht, dass ich es bin. Wie gesagt, wenn ich das finde, dann blende ich euch das da ein. Ah, ich habe es gerade gefunden. Fädchenbänkler Humper Humper. Falls euch das was sagt, schaut da kurz rein. Wie gesagt, wenn ich dran denke, dann verlinke ich es euch unten. Und eben dieser Hauptcharakter, ja, also mit sehr, sehr, sehr viel Fantasie. Witzigerweise finde ich, dass ihr da Freundin von mir viel ähnlicher seht, aber naja. Und in der letzten Geschichte hat ein Typ erzählt, dass er über Hinge eine Frau kennengelernt hat, die ja von vornherein schon so ein bisschen ruhiger war. Auf Hinge kann man ja auch Sprachnachrichten und so schicken und er hat das da halt ein bisschen probiert, aber das wurde von ihr nicht so gut angenommen, beziehungsweise sie hat nur so ganz einsilbige, kurze Sachen geschickt. Das Ganze lief dann trotzdem auf ein Date hinaus und sie haben sich in einem Café verabredet und da sie jetzt eben sich zuvor noch nicht so viel ausgetauscht hatten, wollte er halt ein bisschen was von ihr wissen, um so das Eis zu brechen und hat sie halt gefragt, wo sie genau aufgewachsen ist und was sie so genau studiert, weil er sehr viele von diesen Punkten einfach noch nicht wusste. Und er hatte aber das Gefühl, dass sie so überhaupt keinen Bock drauf hatte, mit ihm zu reden, weil irgendwie ihre Antworten immer kürzer und knapper wurden, je länger das Date gedauert hat. Sie hat auch so gut wie keine Gegenfragen gestellt und er kam sich dann irgendwann halt ziemlich blöd vor. Er hat gemeint, fast schon irgendwie stalkerartig, dass er so viel über sie erfahren wollte, aber er wollte halt irgendwie die Konversation am Laufen halten, weil eben von ihrer Seite aus nichts kam. Und deswegen hat er halt versucht, irgendwie ein halbwegs flüssiges Gespräch am Laufen zu halten. Er hat es auch mit Pausen dazwischen versucht, um mal zu testen, wie das so ist, wenn es still ist, weil das ist ja auch was man mal ausprobieren sollte. Wie verhält man sich da so miteinander? Aber er hat gemeint, das war unerträglich und deswegen hat er dann halt einfach wieder angefangen zu reden. Gut, das Date war dann vorbei. Er hat sich gedacht so, ist jetzt nicht unbedingt so prickelnd gelaufen. Und hat deswegen jetzt auch keine Anstalten gemacht, ihr nochmal zu schreiben. Hat sich auch beim Date verabschiedet, so ja, war nett, aber hat er jetzt auch nicht unbedingt Hoffnungen gemacht, dass man sich nochmal sieht. Beziehungsweise hatte eben nicht das Gefühl, dass er jetzt ja ausgestrahlt hat, dass er unbedingt ein zweites Date möchte. Am nächsten Tag hat er dann eine Nachricht von ihr bekommen, wo sie ziemlich lange ihm geschrieben hat, dass sie ihn als unfassbar aufdringlich empfunden hat
und dass sie das noch nie erlebt hat und dass sie eben das Gefühl hat, dass er irgendwie gefühlt ihr ganzes Leben durchleuchten wollte und dass sie das super unangenehm findet und dass sie eben sich gar nicht getraut hat, nicht zu antworten, weil sie nicht wusste, was dann passiert und dass sie nur klarstellen will, dass sie kein weiteres Date mit ihm haben möchte, weil es kommt ihr alles viel zu schnell und so stalkerhaft vor, denn sie sieht echt nicht ein, warum sie sich da jetzt so eine FBI-Durchleuchtung, wie sie es genannt hatte, geben muss, weil sie ist ihm nicht schuldig und muss ihm da nicht Rede und Antwort stehen. Und er war einfach nur so, okay, er wollte ja nur nett sein und irgendwie hat er dann nicht so ganz gewusst, wie er ja, das anders lösen soll. Er hat das halt so interpretiert, dass sie vielleicht ein bisschen schüchtern ist und er halt ja, ihr was abnimmt, indem er halt ein paar Fragen stellt. Aber er hätte jetzt nicht gedacht, dass er ihr damit möglicherweise Angst macht oder sie halt da komplett überfordert. Er hat dann versucht, irgendwie nett zurückzuschreiben, so hey, bitte mach dir keinen Stress, das war nicht so gemeint, um Gottes Willen. Ich will dich da jetzt nicht irgendwie angreifen, stalken oder was auch immer. Ich wollte einfach nur nett plaudern und es war halt irgendwie eine komische Situation. Tut mir leid, dass das so für dich rübergekommen ist. Und dann hat er eben auch geschrieben, also nach dem Motto, weil sie eben ja auch gesagt hat, sie will kein weiteres Date, also ja, will er jetzt auch nicht. Er hat aber gesagt, er hat es nett formuliert, er hat jetzt nicht gemeint, so mit der brauche ich überhaupt nichts zu tun haben. Aber dann hat sie ihm trotzdem nochmal eine Nachricht geschrieben, so ein bisschen passiv-aggressiv, wo sie dann meinte so, aha, naja, wenn sie eh nicht interessant genug ist, um noch ein weiteres Date zu haben, warum er dann so viel ausgefragt hat und so viel über sie wissen wollte. Und dann hat sie ihn blockiert und er war einfach nur so... Was war das gerade? Und den Gedankengang verstehe ich, weil ich verstehe sie da auch überhaupt nicht. Ich meine, ja, natürlich, wenn sie irgendwie ein introvertierterer Mensch ist, dann kann das überfordernd sein, wenn jetzt jemand die ganze Zeit auf sie einquatscht. Das ist irgendwo nachvollziehbar. Aber man kann es auch ein bisschen überdramatisiert interpretieren, finde ich jetzt, weil ich glaube jetzt nicht, dass er sie nach ihrer BH-Größe und Unterwäschegröße gefragt hat oder sonst irgendwas, wo man sich dann ja ausgefragt und unangenehm ja befragt vorkommt. Also ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass das halt eine ganz normale Konversation war, wo er natürlich ein paar Sachen nachgefragt hat, weil man ja einen Menschen kennenlernen möchte. Wenn es ihr zu viel war, dann ist natürlich blöd, dann passt es halt auch einfach nicht zwischen ihnen, aber kann man jetzt auch nichts machen. Ich weiß nicht, was sie sich vorgestellt hat. Vielleicht hätten sie ins Kino gehen sollen und sich einen Stummfilm geben. Dann hätten sie sich nicht unterhalten müssen. Aber ja, scheinbar war das Interesse von ihr ja auch nicht so unfassbar groß da. Oder sie war halt viel zu nervös, um irgendwas zu sagen. Aber ja, war jetzt nicht unbedingt die Traumkonstellation, würde ich mal behaupten. Das war es auch auf jeden Fall mit den Geschichte für heute. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben. Wenn ja, dann hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch jetzt hier seitlich zwei meiner letzten Videos. Da könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi!